Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Avonacho. Herzlich willkommen in Sem National. Ihr seht, so viel Zeit ist nicht vergangen. Ich habe nur einmal ganz kurz den mittlerweile erkalteten Kaffee getrunken. Boah, nee, das schmeckt ja gar nicht. Das schmeckt ja gar nicht. Also ich denke einmal so Kaffee gesüßt oder Kaffee mit Milch oder Kaffee mit Milch und Zucker. Oh nein, muss nicht sein. Aber kalter Kaffee geht auch nicht. Macht auch keinen Spaß. So, was wollte ich machen? Stimmt, ich wollte ja nach hoch. Und da brauche ich für den Fall der Fälle. Jetzt muss ich aufpassen. Nein. Und für den Fall der einfach nochmal ein paar Woodframes. Den kann ich vorher mal anpflanzen. Dann stört der mich nicht mehr so. Also, den, komm, hier ist noch keiner. Bitteschön. Hast du einen. So. Ja, warum brauche ich das? Ganz einfach. Damit ich mich dann mal kurz zum Hochbauen kann. Ich will ja keine Leiter oder was dran setzen. Das kennt ihr ja schon als Spielchen. Und deswegen brauche ich das. So. Das reicht aber schon. Wird aber gleich nicht mehr reichen. So, jetzt wird es reichen. Und dann kann ich nämlich anfangen. Jojo. Passt natürlich so nicht mehr. War ja irgendwie klar. So. Okay, wenn das dann so passt, dann fangen wir halt hier an. Ist mir egal. So. Ich will nicht runterfallen. Deswegen mache ich das Ganze so. Okay. Mecker doch. So ist doch richtig. Da kann sie meinetwegen meckern, bis ihr die Dingens glühen. Das ist mir da relativ egal. Ne? So. Ach, Innenkorner brauche ich dann ja auch noch. Ah, hier sieht's. Was mache ich denn hier? So und so und so auch nicht. So auch nicht. Aber so. Okay. Ja klar, Innenkorner war ich auch noch. So, gehst du einmal darin. Und so und weiter geht's. So, na, ach, dieses Gebacke hier. Komm. Das ist auch ein bisschen zeitaufwendig. Das tut mir auch leid, aber das kann ich nun mal nicht ändern. Aber zumindest seht ihr dann jetzt einfach mal, wie ich mir dann so ein Dach zusammenbastle. Ja, ist ja auch mal was Schönes, oder? Okay, dann fangen wir jetzt hier an. So, setzen wir da drauf. Und, gut, dann müssen wir jetzt... Nein, ich möchte da nicht reinfallen. So... Dann kommt der noch dahin. Oh ja, werden wir aber doch schneller fertig, als ich dachte. Also auch mal rein. Oh, gut, dass, da habe ich mir aber deutlich verschätzt. Gut, dass ich das zwei Stacks gemacht habe. Ja, ja, deutlich verschätzt. Da sieht man mal, wie lange ich das schon nicht mehr gemacht habe. So. Nee, andere Seite. Weil ich habe keinen Bock, hier 50.000 mal zu wechseln. Und deswegen so. Na komm. So ist mein. Und dann dort. Gehen wir auch wieder drauf. Ja, weil ich die inneren nicht bedacht hatte. Das war nämlich jetzt mal mein Rechenfehler. Die habe ich nämlich nicht bedacht. Ich brauche ja quasi immer doppelt so viel. So, okay. Geht also eigentlich hier los. Kann ich auch hier stehen bleiben, ne? Ich depp. Okay. Und ja, dann geht's hier weiter. So, und dann geht's dort weiter. Ist auch korrekt. Und
Und reicht immer noch nicht jede Mitte. Da müssen wir noch ein bisschen Holz schlagen. Doch, reicht. So. Ein dorthin. Na super. Nein! Ach, du Komiker. Wollte ich nicht. Na super. Zap, zap, zap. Jetzt darf ich doch ernsthaft hier nochmal hochkrabbeln. Und dann darf ich mir die ganzen Woodfriends wieder auseinanderwürfeln. Eieieiei. So. Die Endkorn habe ich jetzt vergessen. Nicht. Das soll nicht das wirkliche Problem sein. So, genau. Da gehört nämlich einer jetzt hin. Schön über die Spitze laufen dieses Mal. Da und dort. So, und dann dort und dort und nein. Und so und so. Und weil ich ja mit ungeraden Zahlen arbeite, muss der auch noch so. So. Einfach ist das nämlich, wenn ihr mit geraden Zahlen bei eurem Gebäude arbeitet, dann kriegt ihr auch ein richtiges Spitz darin. Aber ich arbeite gerne mit ungeraden Zahlen aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich dann die Tür, wenn ich möchte, mittig setzen kann. Das ist der eine Grund. Und der zweite ist, weil ich dann eben automatisch auf dem Dach eine Lauffläche habe. Und das finde ich immer recht praktisch. So. Vier. Nee. Oh, ich hätte doch nicht so viele gebraucht. Doch. Oh, jetzt falle ich schon wieder runter. Kollege. Ich finde das nicht sehr nett. Nicht sehr nett finde ich das. So. Und nochmal. Ah, nee. Falsche. Versuch's mit dem richtigen. Und jetzt müssen wir den nämlich fast hier richtig dran setzen. Fast wunderbar. Ich habe jetzt keine Lust auf dich. Soll ich dir auch sagen, warum? Weil ich dann hier schon wieder runtertappeln müsste. Und dann will ich nicht. Also halt einfach ein Bubble. So, ich will die erst fertig setzen und dann ist gut. Ja. Du kannst auch einfach mal warten, Kollege. Hat man dir das nicht beigebracht? Hm? So, jetzt haben wir das nämlich hier oben quasi soweit fertig. Jetzt brauchen wir noch ein paar Innenkörner. Das reicht nicht. Dafür brauche ich nämlich wesentlich mehr. Und ich brauche davon auch 16. Richtig? Nee. Davon brauche ich nur 12. Davon brauche ich nur 4. Sieht ihr gleich aus. Ist aber nicht so wild. Wir können ja noch ein bisschen Holz machen. Wo bist du denn, du alte Nerven? Harry, warte. So ist fein. So ist fein. Dich kann ich brauchen. So. Den kann weg und Harry machen wir auch mal kurz die Reste weg. Weil besser ist das. Wer will da was von mir? Ich bring mal kurz Reste von Harry weg. Und dann bin ich wieder da. Das ist doch mal schön. Aber ich muss schon was zu futtern. Ich mag das, wenn das Essen so direkt vor die Füße läuft. Finde ich gut. Darf er öfter machen. So. Achso, jetzt muss ich mal drei Beule. Fette. Auch sehr gut. Ist da was? Das machen wir jetzt einfach mal so. Für den Fall. Ich brauche noch ein paar Planken. Jetzt muss ich nur erstmal wieder nach oben, damit ich das Dach da so weit schließen kann. Oder habe ich gesagt, davon brauche ich auch noch 4. Habe ich gesagt, nicht? Geh mal wohl hin. So. Und jetzt machen wir es erstmal schön. Wo bist du, alte Nervensäge?
schon wieder dran. Ja. Obwohl, meistens ist Horst der, der mehr nervt. Kennt man ja. Oh, jetzt kriegen Schläge von alle, die Horst heißen. Und dazu recht. Das ist Diskriminierung des Namens wegen, das geht ja mal gar nicht. Geht ja mal überhaupt nicht. Aber ich brauche definitiv noch Holz. Komm hier nicht rum. Hab ich ja gleich was zu tun. Ist ja schon wieder schlimm, ist ja schon wieder Ende der Woche. Geht ja auch mal nicht. Das ist ja auch nicht so schön. Na, 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 den wollen wir aber nicht. Den brauchen wir nicht. Mhm. Jetzt gibt mir... Ernsthaft? Nee. Nicht ernsthaft. Da bin ich ja wieder ruhig. Jingle drauf machen sollen. Naja, ist jetzt wurscht. Ach nee, da habe ich das ja auch von innen. Nee, das geht nur, wenn er nochmal ein Zwischenwohner eingeführt wird, dann sieht das, weil sonst sieht das von innen nicht mehr aus. Und wer sieht von außen schon großartig das Dach, was da oben drauf ist? Sehen ja nur die fliegenden Leute. Dum, 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 dum. Na, 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 na. Lass mal ob, Kollege. Entweder du kommst zu mir und ich hau dir ein, oder du, hörst auf hier rumzuschreien. Du Alter, ist das. Sicher. Wo bist du, altes Vieh? Irgendwo dort in der Richtung ist er. Bestimmt da hinterm Baum hat er sich versteckt. Will mich einfach nur ärgern. So. Das haben wir jetzt schon mal dicht. So, dann werden die allerdings jetzt wahrscheinlich nicht reichen. Weil... Ich möchte einfach der Optik wegen hier auch noch welche haben. Weil sieht hübsch aus, finde ich. So. Fehler. Ach, deswegen. Okay, dann machen wir halt erstmal die Seite. Das ist ja egal. Reicht sowieso nicht. Muss ich sowieso noch Holz schlagen. Ach, sei ruhig da hinten. So, jetzt packen wir den Rest noch hier ran. Jetzt wisst ihr, warum ich gesagt habe, ich brauche noch vier Außendinger. Jetzt habe ich einen einzigen. Nee. Das ist ja nicht schön. Na, packen wir den direkt mal dran. Der sieht hübsch aus, ist gleichzeitig ein Spider-Schutz. Wobei der jetzt relativ ist. So. Und dann kann ich nämlich hier drin fertig machen. Habe ich die gar nicht gemacht, ich Depp. Na gut. Das sind dann 1, 2, 3. So. 3, 6, 9, 12. Mehr brauche ich nicht. Ist doch gut. Und dann machen wir das hier noch dicht. Theoretisch gesehen hätten wir das auch hier offen lassen können. Und ein Fenster oben reinmachen können. Wäre noch ein bisschen Tageslicht reingekommen. Hm. Vielleicht... tue ich das da oben gleich noch mal rausschlagen. Also eine schlechte Idee ist das gar nicht. Finde ich.
Kommt noch ein bisschen Tageslicht von oben nach unten. Ist ja so verkehrt auch nicht. Dann muss ich mal was gucken. Naja, dann ist das... Nee, das sieht so hübsch aus. Wenn ich das jetzt da oben abflache, dann ist das nicht mehr so hübsch. Das lassen wir mal. Ich mach mal hier natürlich hinzu, damit der mich da ärgern kann. Na, wo bist du? Komm her. Ich mach mal das Bändchen aus. Schnorchi, du Alter. Du Pfeife. Komm, ich hau dich. Da ist noch so eine Nase. Wieso bist du nicht einfach zu mir gekommen? Gekrochen in diesem Falle? Och Gott, bist du weit weg. Wo denn? Pamela, na komm. Ich bin faul. Komm einfach mal zu mir. Komm. Noch ein Schritt. Ja, komm. Komm. Put, put. So, da kommt Tim noch dazu. Und auch hier, dann brauche ich nicht so weit laufen, wenn ich nachher aufräumen muss. Und nach weg. So. Next, please. Und dann warten wir mehr. Pamela 2. Da hinten ist Tom. Hallo Pamela. Du kriegst auch euch. Ich weiß, du freust dich, wenn du mich siehst. So. Tom, kommst du? Komm. Na Mann, nicht so langsam. Komm her, wir essen zeitig. Ja, nicht rummeckern. Einfach mal einen Schritt näher, komm. Ach komm, wisst ihr was? Das dauert mir zu lang. Bis du da bist. Hab eher schon eine Weltreise hinter mir. So, ab nach oben. Sachen wegbringen. Und neue Sachen besorgen. Immer noch empty. Naja, ich habe keinen Respawn, ne? Wird auch empty bleiben. Das nehmen wir aber alles schon mit. Können wir ja noch brauchen. So, jetzt wollte ich da einmal rein. Nö. Da wollte ich eigentlich nicht rein. Weil nutzt mir ja nichts. Aber das kann ich mal eben umwandeln. Und das kann ich auch mal eben umwandeln. Dann gehe ich in die Waffenkiste und lege mir die Candies da rein. Habe ich eigentlich noch Dosen? Habe ich auch nicht, ne? Habe ich alle umgewandelt? Muss ich also auch noch besorgen. Das machen wir, wenn wir in die Stadt reingehen. Das heißt, ich werde quasi ein klein wenig jetzt wieder... Ach, da habe ich das drin. Nee, das packen wir jetzt mal dort mit drin. Weil... So. Das heißt, ich werde das noch hier ein bisschen klein wenig schon mal vorbereiten. Ich mache das Dach noch zu Ende. Ja, ich meine, wie man so einen In-Corner reinsetzt, das wisst ihr ja. Das brauche ich euch ja immer zeigen. Und dann werde ich jetzt noch ein bisschen Holz hacken. Ich werde das Dach noch zu Ende machen. Werde dort den Garten noch mal eben klar machen. Sprich, hier einmal mit der Hau durch. Und anpflanzen. Und eigentlich wollte ich ja die Tür zumachen. Aber Licht an ist auch gut. Hast du schon irgendwo? Nö. Auch nicht. Aha, jetzt passt er aber irgendwo. Da nicht. Dann passt er nirgends. Nö. Ach, das ist ja doof. Komm, jetzt drehen wir den einfach so lange, bis wir ihn passend haben. Fertig. Die Spitze muss nach oben zeigen in diesem Falle. Und dann passt es. So. Und so macht man das halt mit dem Rest auch, ne? Und dann ist gut. Dann hat man das hier schön abgerundet. Sieht hübsch aus. Von innen wie von außen. Alles ist gut. Ich hole halt noch ein bisschen Holz, dass ich das hier noch fertig mache. Und ja. Werde dann dort noch ein bisschen anpflanzen. Werde eventuell Kaffee schon mal machen. Dass wir vielleicht dann in der nächsten Folge, sollten wir vielleicht tun, ne? Einfach mal in die Stadt reingehen. In die größere. Dass wir da eventuell, wenn wir hier fertig sind und die 12 ist noch nicht da, dass wir da quasi nur Hope draus machen. Wir bauen ja jetzt erstmal das hier fertig. Und dann gucken wir, wie viel Zeit wir noch haben. Machen wir doch. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Und nehmen wir auch mit. So, jetzt haben wir genug mitgenommen. Ja. So
machen wir das erstmal. Habe ich jetzt hier. Achso, den könnte ich eigentlich auch mal trinken. Ja. Direkt wieder auffüllen. Dankeschön. Und dann kann ich auch den noch mitnehmen und auch das noch mitnehmen. So, das meine ich dann jetzt noch mal kurz. Dann habe ich ja wieder was zu futtern und ich freue mich. Aber erstmal das da. So. Machen brauche ich sowieso mehr. Und dann geht das. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, den Daumen nach oben. Ihr kennt das Spielchen und teilt auch mal in Social Media, wenn ihr möchtet. Damit könnt ihr mir tatsächlich helfen. Einfach, wenn ihr möchtet, dass das mehr Leute sehen. Ja, so. Und dann hören wir uns ja morgen, wenn ich das richtig sehe. Also, würde ich sagen, machen wir kurz so. Jo. War ja klar. So, dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns dann morgen wieder. Also, bis dahin. Bye, bye.